Größen, Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney. Von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Draffler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada. Und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame, ihr Grüßen, Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft Ihnen ein Kompliment machen. Das war die schönste Vorstellung in meinem ganzen. Nein, ja, ja. Nein. Ihre Lieder, da ist mein Leben an das mir stimmt. vorübergezogen. Das stimmt. Jedes Lied habe ich gekannt, ja. Lebe ich. Es ist mein Leben, was ich heute gemacht habe. Schön. Also ich sage das nicht zu jedem, es ist wirklich reinen ja. Herzens. Ja. Also ich bin begeistert und Sie sind sowieso eine universelle Künstlerin, eine fantastische Sängerin, Schauspielerin. Und ich habe Sie erst letztens bei Wolfgang Lippert gesehen. Ja. Damals war es live, Open Air. Und also habe ich gesagt, jetzt endlich, nach 22 Jahren, muss Frau Weber unbedingt geehrt werden für ihre Erfolge. Aber toll. Auch ein Zeichen, die Rest ist nicht zu setzen. Wunderbar. Und in welcher Riege ich bin. Ich habe ja mal geguckt, wer da so alles ist. Ja. Also ich fühle mich geehrt. So, wunderbar. Dann legen wir so, los. Jetzt machen wir das Handwerkliche. Ja, genau. Ja, ein sehr schönes Foto, genau das Richtige. So, jawohl. Jetzt passen wir auf, jetzt müssen wir trotzdem hier ja. versuchen, was zu schreiben. Jawohl. Ich gebe Ihnen jetzt mal diesen Stift. Ich halte das jetzt mal so. Einfach hier unterschreiben. Sie haben also allen Platz der Welt. Und dann mit dem Stift in der Hand, das nehmen Sie gerade signiert hätten, so anlegen den Stift und in die Kamera gucken ja. zu ihr. Wunderbar. Super. Dann nehme ich Ihnen den Stift wieder ab. So, jetzt präsentieren wir das Schild einfach nochmal so. Sie müssen doch nur gucken, wie es die anderen gemacht haben. Ja, selbst genau. Frau Schöneberger, toll, ja. Ja. So, wir stellen das jetzt hier her. Und nach so einem anstrengenden Abend
können wir ja unseren Künstlern nicht zumuten, in die Hocke zu gehen. Ach, hervorragend. Haben wir auch einen kleinen Hocker mit. Das ist doch schön. Das erste Mal sitzen. Gut. Jetzt komme ich wieder ins Bild. So, Frau Weber. So, und jetzt? Ich erkläre unseren Stars immer, wie das Ganze funktioniert. Reintatschen einfach, ne? Nein, ja, nein. Und zwar beide Hände mit gespreizten Fingern so wechselseitig auflegen. Jawohl. Können Sie schon mal versuchen, wenn Sie möchten? So, ein bisschen höher vielleicht, da muss die Unterschrift noch reinpassen. Aha. Sie können aber auch kreativ sein und die Finger in die Hände so legen, wie Sie möchten. Wie Sie möchten. So, zwei rechte. Das ist ja was Besonderes. Ja. So. Dann mit der linken Hand rein und mit der rechten die wieder raus. Jeden einzelnen Finger fest eindrücken. Oh, das am Anfang hat man das Gefühl, dass es etwas schwer geht. Ja. Aber wenn dann der Ton die Körperwärme angenommen hat, dann gehen die Finger fast wie von selber so rein. Ja? Und beim Drücken schauen Sie doch bitte mal immer zu unserer Fotografin. Nochmal. Jetzt wieder. So, also jetzt müsst ihr drin sein. Nee, man muss noch jetzt nochmal beginnen, weil erst mit der zweiten Runde kommt der Ton. Da gleichen die Finger richtig da rein. Sie merken Fingerabdrücke drin. Sie merken es, jetzt geht's rein. Das braucht immer ein bisschen. Der muss sich immer erst an Sie anpassen, der Ton. Jawohl. Und unsere Problemzone, sage ich immer, ist der Handballen. Ja. Da muss man mal fast mit voll Power und Gewicht drauf und beim Drücken schon mal in die Kamera schauen. Ja. Der Handball so, ist immer kritisch. So. Ja. Und alleine? Ja. Sehr schön. So, das Ganze jetzt nochmal. Und das Ganze umgedreht natürlich mit der anderen. Ja, schaut schön ist aus. Ein wunderschöner. Ja. Wunderbar. So, jetzt hier nochmal. Ja, genau. Das ist ganz Besonderes, diesmal die Finger so rechtschauend. Ja. Wie gesagt, am besten jeden einzelnen Finger und dann, wenn man hier angelangt ist, nochmal umgedreht. Rückwärts dann. Dann gehen die Finger rein. Super. Und beim Drücken schauen Sie doch mal hoch, bitte. Und ich springe mal raus, damit Sie alleine im Bild sind. Ah, jetzt machen wir den Ja, das ist richtig Arbeit. Das wird. Und ich war mal im Töpferzirkel. Ja. Sehr schön. So. Ja. Ich glaube, das schaut gut aus. So. Der Emmerlich, der hat es schon mal gemacht. Der hat es schon mal gemacht, der kann mitreden. So. Aber die wird jetzt, glaube ich, noch schöner. Sehr so schön. Die rechte Hand ist meistens immer noch schöner. Ja, die hat ja auch mehr Kraft. So, traumhaft schön. Frische Männer. Super. Und jetzt bitte ich Sie, hier Ihren Namenszug noch rein zu malen, rein zu ritzen, so als wenn Sie ein Autogramm geben würden. Sehr schön. Sie haben hier eine wunderschöne Schrift. Geht so. Ja, nee, das ist wunderschön. So. Endlich von Caroline Weiber. Ehrlich? Ja, und nochmal. Super. So, und jetzt bitten wir Sie natürlich, Ihre wunderschöne Unterschrift nochmal hier in den Ton zu ritzen. So. Und jetzt das Reiber noch. Ja, oh je. Tut mir leid, das ist so. Oh Gott. Ja. Das sind die älteren genau. Sehr schön. Wunderbar. So. Und jetzt wollen wir natürlich hier diese Kurbel machen. Her. Ja, genau. Oh. Jetzt kommt die wichtigste Pose. Jetzt kommt die wichtigste. Nämlich das Heben der Hände für eine friedvollere Welt und gegen Rassismus. So. Und wenn Sie jetzt so freundlich sind, Ihre Hände hinter Ihren Abdrücken so aufstellen, ein kleines bisschen höher, dass ein wenig Abstand ist zwischen der Schale. Genau. So. Sehr schön. Und jetzt komm. Jetzt kann man das so machen. Ja. Ja.
Sehr schön. So. So, und jetzt wollen wir natürlich unseren Zuschauern auch zeigen, wie das Ganze geworden ist. Aha. Und zwar nehmen wir das jetzt mal weg. Die Schale nehmen wir aus dem Bild. Hoppla, Entschuldigung. Jetzt nehmen wir das auf den... Ja, ich halte es, damit wir sie nicht schmutzig machen. Genau. Was ist das? Sind zwei Schalen. Oh, der Blitz hat jetzt irgendwie Ladehemmung. Dem ist jetzt auch zu kalt. Jetzt wieder. Eins haben wir zumindest. Ja, jeden Fall. So. Ich halte das jetzt mal allein, damit es nicht zu schwer ist. Genau. Und jetzt haben wir alles auf dem Bild. Darüber. Sehr schön. Wir signieren das Starship, die Hände sehr im Ton. Sehr schön, jawohl. Und jetzt stellen wir unseren Stars, die wir in Design so Film aufnehmen, auch unsere schon berühmte Fernwehfrage. Wenn Sie die Augen schließen und das Wort Fernweh hören, welche Bilder ziehen da sozusagen in Ihrem Kopfkino an Ihnen vorüber? Gibt es ein Land, wo Sie schon mal waren oder wo Sie hinwollen oder Städte? Ich habe kein Fernweh. Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die uns zu Hause am besten gefällt. Und ich habe echt kein Fernweh. Aber wenn mir, also sagen wir mal so, was mir am besten gefallen hat auf dieser Welt, das war Neuseeland. Oh ja. Aber wohl fühle ich mich eigentlich auch an der Ostsee. Das ist richtig so. Wir waren auch zweimal in Neuseeland, haben einen schönen Film drüber gedreht. Ja. Das ist auch wunderbar. Also das war für mich schon ein Paradies. Ja, ja, kann man sagen. Und vielleicht fällt Ihnen noch ein kleiner Abschlusssatz ein, wenn Sie Ihre Handabdrücke sehen, gegen Rassismus für eine friedvollere Welt. Ja, ja, ich habe meine Hand nicht ins Feuer gehalten, aber in den Ton. Und ich hoffe, dass es irgendetwas bringt. Das hofft man ja schon seit Jahrhunderten. Aber ich glaube, steht der Stein oder steht der Ton, muss irgendwie ein bisschen was vorwärts bringen. Genau. Vielen herzlichen Dank und nochmal herzlichen Dank für diesen wundervollen Abend. Also es ist wirklich in mein Herz gegangen. Und nochmal zum Schluss, Sie haben heute mein Leben bis zum Toll. Ja, na, schön. Vielen Dank. Schön. So soll es sein. Ja, danke Ihnen. Weiterhin Ziel erfüllt. Viel Erfolg, wunderbar. Gell? Danke sehr. Mehr wollen wir gar nicht. Dankeschön. So. Wir entführen Ihr Schild für den Fernwehpark. Ja. Und damit Sie eine kleine Erinnerung haben, haben wir Ihnen ein Miniaturschild mitgebracht zu Ihrer Erinnerung an Ihre Aufnahme in Design so Film. Oh, so was Tolles, ja. Das freut mich. So habe ich das Schild ja noch nie gesehen. Ja. Toll. Und wenn Sie so gut sind, diese beiden noch einfach signieren für unsere Sponsoren. Ja. Denn der Fernwehpark ist ja völlig kommerzfrei und kann nur durch Sponsoring existieren. Ein bisschen schmutzig von mir durch den Ton. Nee, ich bin das. Ja, so. Das bin ich selber. Ja. Aber das geht ja weg. Oh ja. Was? Das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Das ist auch egal. Weil wir hinten einen Aufkleber drauf haben. So. So. Mach ich alle drei, dann könnt ihr euch einen raussuchen. So, das ist dann für Sie, ne? Wunderbar. Vielen gut. Dank. Und da jetzt kann ich aufschreiben, was ich will. Da ja. Jetzt haben wir noch was Lustiges. Ja. Und zwar, zeigen wir das mal der Kamera. Wir hatten früher ein Starmobil. Ja. Und wenn sich der Star in der Nähe aufgehalten hat, haben wir ihn gebeten, seine Unterschrift auf das Mobil zu setzen. Zum Beispiel der Otto hat seinen Olifant draufgemalt. Und da sind wir schon ein paar, die das unterschrieben haben. Und dann hat dieses Starmobil seinen Geist aufgegeben. Und wir wollten die Tradition natürlich fortführen. Und deshalb haben wir hier schon das 21. Immer mein Schild Einzelteil. Ja. Mit. Das zum Beispiel hat letztens Börbel Schulz ein Männchen draufgemalt. Das ist ein Film, ne? Alles klar. Ja, massiv. Aber so für eine Seite auf der Mucke drin haben, mit der Mucke dann nebenbei ist. Voilà! Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ein Unikat. Ganz klasse. Dankeschön. Und ja, da sind schon sehr viele Unterschriften drauf. Und wenn Sie so freundlich wären, sich noch ein freies Plätzchen suchen wollen. Freies Plätzchen, mir fällt jetzt gar nichts ein, außer mein Name. Ja, ja, ja. So. Sehr schön. Vielen Dank. So. Und so schaut es aus von so Frau Weber. Es aus.
Und so schaut eben der Family Park aus. Ja. Und falls Sie sind ja oft einmal unterwegs von Plauen, wo auch immer hin. Ja. Wenn Sie mal einen Hof vorbeischauen in Oberkotzau, sind Sie herzlich eingeladen. Übrigens, vor zwei Tagen hat Bülent Ceylan die Schirmherrschaft über den Family Park übernommen. Oh! Er ist sehr gegen Rassismus. Er hat gesagt, Klaus, da mache ich mit. Super! Ich bin ab sofort dein Schirmherr. Toll! Für das Projekt. Toll! Weiterhin viel Erfolg. Toll, Sie das gesund. Ist wirklich toll. Und wir gratuliere. Freuen uns dann immer. Dankeschön. Aber da muss man auch so sein wie Sie. Ja, ja so losgehen auf die. Ich meine, was Sie so in der Riege haben, da kann ich ja viele Sachen noch nicht so, aber Sie machen ja alle mit. Das war's. Das war's. Super, da gehe ich mir mal schnell die Hände waschen. Ich bedanke mich ganz herzlich.